Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar das ESX Profi Pack ist soweit fertig. Ein Server ist nie fertig. Und ja, ich hätte jetzt auch noch weiter dran rumschrauben können. Also man kann immer wieder weiter dran rumschrauben. Also ja, ich möchte euch heute das ESX Profi Pack einmal zeigen. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr das haben wollt oder eben nicht. Genau. Gehen wir einfach mal auf den Server. Ihr bekommt eine leere SQL. Ja, da sind keine Daten drin von Spielern. Somit habe ich mich jetzt auch schon mal rausgelöscht. So, hier haben wir auf jeden Fall einen Loading Screen mit Musik und Hintergrundvideo pipapo. Musik muss ich leider jetzt muten, aber die könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Falls der Loading Screen nicht funktionieren sollte, dann müsst ihr das Ganze einfach mal neu installieren, diesen Loading Screen, Server starten, stoppen und dann wieder raufziehen und installieren. Wenn es dann immer noch nicht gehen sollte, dann ja, würde ich euch einen anderen empfehlen, weil irgendwie ist das komisch. Ich habe das auf meinen anderen Testserver gezogen und da ging es halt auch nicht. Obwohl es die gleichen Server sind. Genau. Aber das ist ja nur ein Loading Screen. Den kann man ja easy peasy austauschen. So, wenn wir dann ja, das erste Mal auf diesen Server raufjoinen, müssen wir uns natürlich einen Char erstellen, beziehungsweise erstmal hier überhaupt einen Namen. Da ist es wichtig, dass wir hier auf Großschreibung drauf achten, sonst können wir ihn auch nicht erstellen. Wir nennen uns einfach Test. Und Tester. Hier können wir so Geburtsdatum eingeben. Und hier können wir nochmal die Größe anwählen. Da haben wir 180. Hier können wir männlich oder weiblich. Und dann einfach bestätigen. So, und hier können wir halt unser ja, Mann, Frau. Haare machen wir mal ganz kurz. Dann hier ein T-Shirt, nee, kein T-Shirt, sondern nur der Torso. So, dann noch ein paar Arme auf 1, damit die Kanten raus sind, also die Hautfetzen nicht sich überschneiden. Dann hier ein paar, ja, Hose können wir so lassen, ein paar Schuhe dran, fertig. So, ja, warum spawnen wir hier? Bei dem Pack muss man das halt, ja, wenn ihr euch einen Server installiert, dann habt ihr drei Maps und diese drei Maps, da müsst ihr die Spawnpunkte bearbeiten. Dazu habe ich aber auch schon ein Video gemacht, das ist auch kein Problem. So, wir haben auf jeden Fall zwei HUDs. Ich konnte mich nicht ganz entscheiden, welches ich verwenden wollte und somit biete ich euch dann zwei an. Die sind schon mal vorinstalliert und ihr könnt euch natürlich eins raussuchen. Das gleiche haben wir mit den Autos. Mit den Auto-HUD. Wir müssen jetzt mal starten, genau. So, das in der Mitte unten gehört zum True-HUD und das rechte ist halt eigenständig. Da müsst ihr halt gucken, was euch lieber gefällt. Hier haben wir auf jeden Fall rechts unten noch eine Fahrzeug-Engine, die ihnen auch natürlich kaputt geht. Und das Ganze färbt sich dann in Rot. Ja, erstmal Orange und dann ins Rote. So wie der Tank. Wenn wir jetzt die Handbremse so gedrückt halten, dann haben wir hier noch so ein Symbol. Wir können uns mit K anschneiden. Und dann sind wir auch angeschnallt. Übernimmt das HUD auch. Wir können Fernlicht anmachen, dann haben wir unten auch die Fernlichtleuchte. Genau, wie wir schon hören, ist das Auto schon ziemlich kaputt. Da haben wir das auf jeden Fall dieses Vehicle realistisch drin. Was ja natürlich Sinn macht, damit man das Auto, wenn es umgekippt ist, auch nicht wieder mit WASD halt umdrehbar ist. Genau, so. Ja, wir starten auf jeden Fall mit 15.005 auf der Hand und 10.000 auf dem Konto. Dazu würde ich sagen, gehen wir erstmal zum Laden, wo eine Bank drin ist. Die ganzen
Blips habe ich euch erstmal ausgemacht, weil wenn wir zu viele Blips von den Bankautomaten haben, dann müsst ihr das, ist oben hier, sind dann Sachen nicht mehr vorhanden. Somit könnt ihr sie einmal anmachen, überall, wo ihr auch immer halt ATMs hinhaben wollt, hinmachen und dann wieder deaktivieren die Blips. Macht halt für mich mehr Sinn. Gut, müsst ihr aber entscheiden. Gut, dann haben wir auf jeden Fall hier in den Geschäften einen NPC. Überall. Den habe ich euch hingesetzt. Genau, ja, wir kaufen uns auf jeden Fall einmal das GPS. Dann haben wir hier unten auch die Karte. Ja, hier können wir einfach ganz normal shoppen gehen. Zack, zack, zack. Ne, so. Was auch immer wir brauchen. Hier können wir auch eine Zahl eingeben und dann das rüberziehen und dann haben wir auch die Zahl halt drinne. Genau, so, dann sagen wir nochmal 4 Brote, ne, ja, passt, easy. So, dann haben wir auf jeden Fall noch, ganz vergessen, ich habe euch hier alles an Items reingepackt, die ich jetzt so gefunden habe, die wir verwenden. Auch den Weed-Samen, ja, können wir uns auch nochmal ein paar mitnehmen. Da müsst ihr halt gucken, ob ein Weed-Samen Sinn macht, den in einen normalen Shop zu haben. Genau, dann haben wir dieses Banksystem hier. Ja, hier können wir auszahlen, einzahlen. Können ja ganz kurz mal auszahlen, würde ich sagen. Haben wir mal 5000. So, dann das auch funktioniert und als Feature habe ich euch das hier mit reingemacht, dass ja, hier können wir halt das erste Geld verdienen, wir können hier halt die Aktien handeln, kaufen, verkaufen und so weiter und so fort. Wie das Ganze funktioniert, wir gehen auf kaufen und dann tragen wir erstmal hier ein, wie viel wir überhaupt haben wollen, kaufen wollen, also wie viel unser Einsatz ist, dann wählen, dann suchen wir uns eine richtig am besten eine Aktie, die richtig drunter ist und sagen bestätigen. Dann haben wir das hier auch gekauft und dann können wir sie hier auch sehen, wird sich gleich aktualisieren, wenn der Markt sich dann auch aktualisiert gleich. Wir mal kurz warten. Na, noch will er nicht. So, ist auf jeden Fall gestiegen, haben wir gesehen. Können wir anklicken und verkaufen. Und somit haben wir jetzt 4 Dollar Umsatz gemacht. Ja, da ist auf jeden Fall, steckt da lieber mehr Geld rein und dann verkauft ihr das oder es läuft dann irgendwann auch automatisch aus. Und dann habt ihr ja ein paar hundert Euro mehr. Genau. Ja, Tankstellen haben wir. Ja, zeige ich dir einmal ganz kurz. So. Dann spawnen wir uns mal ein Car. Mit Y können wir den Motor anmachen. So. Und wenn wir jetzt E drücken, dann spawnt sich ein NPC, der kann unser Fahrzeug volltanken. Oder wir können natürlich selbst auch aussteigen und dann volltanken. Genau, die Garage und den Abschlepphof ist gleich. Wenn euer Fahrzeug abgeschleppt wurde in der Season, ja, in dieser Saison, dann ist das Fahrzeug beim Abschlepphof. Ansonsten beim Neustart ist es wieder in der Garage. Dazu haben wir jetzt auch ja, Waschanlagen. Genau, ist vollgetankt. Hier TP'en wir uns mal hin, auch wenn das nur ein kurzer Weg ist. So, ja, dann fahren wir einfach hier rein, ne? Und dann sagen wir hier waschen. Solange sind wir auch gefreezed, ja, da können wir auch nichts machen.
So, und Auto ist wieder blitzblank. So. Gut, dann fahren wir nochmal ganz kurz zum Waffengeschäft. Da hat sich auch einiges geändert. So, richtig geparkt. So, hier haben wir auf jeden Fall auch überall die NPCs hingesetzt. Also hier können wir normal halt die Pistolen kaufen, aber um das ein bisschen realistischer zu machen, habe ich euch NPCs hingesetzt. Genau, ja, hier können wir dann alles Mögliche kaufen. Hier können wir Munition kaufen. Dann können wir hier Schutzwesten kaufen. Wir können auch Schutzwesten herstellen. Lockpicks können wir kaufen, um Fahrzeuge zu klauen. Dann haben wir noch einen Ganzkörperanzug. Ja, der für Raubüberfälle, damit man eigentlich erkennen kann. Dann haben wir auf jeden Fall Handschellen und dazu die Schlüssel. Die können wir jetzt nicht testen, aber es funktioniert. Haben wir schon auf einem anderen Server getestet. Genau. So, ja. Wie, was, wo? Ja, Schutzweste einfach rüberziehen. Zack. Dann ist hier dieser blaue Balken. Der muss einfach durchlaufen. So, dann haben wir hier oben auch das Symbol. Oder hier unten können wir das auch sehen. Genau. So, was wollen wir jetzt noch machen? Ja, wir wollen uns hier zum Raub fertig machen. Gar kein Problem. Macht er alles automatisch, ne? So. Und ja, jetzt würde ich sagen, brauchen wir noch eine Knarre. Dann gehen wir hier kurz einmal rein, sagen hier, jo, einmal die Knarre kaufen bitte. Danke. So, und dann können wir das Ganze dann auch, wenn wir die Waffe dann rausholen, macht dann eine kurze eine Animation halt, ne? Sieht halt ziemlich nice aus. Also als Korb macht er dann natürlich eine andere Animation, das ist ja klar. So. Wenn wir die Waffe dann draußen haben, dann können wir auch die Munition nachladen, ansonsten geht das halt eben nicht. Ne? Zack. So, jetzt können wir auch die Handschellen benutzen, einfach auf Benutzen ziehen, wenn die Geisel gegenübersteht. Und hier kommt dann eine Meldung, kein Spieler gefunden. Das Ganze ist mit dem Schlüssel dann auch. Ein Spieler gefunden. Macht ja Sinn, weil wir auch alleine gerade spielen. So, um die Weed-Pflanze, ja, da gehen wir einfach auf Grünflächen. Ganz simpel und einfach. Und mal gucken, ob wir das auch hier können. Ob das grün genug ist. Und ja, es ist grün genug. Zack, steckt er auch automatisch die Waffe weg und wir pflanzen unser Weed an. Genau, jetzt dauert das ein bisschen und andere Spieler können auch die Pflanze zerstören mit Q dann. Und ja, wir müssen sie halt irgendwo anders hinpflanzen, wo, ja, wo es sicher ist. So, wenn wir sie das erste Mal gepflegt haben, danach dauert das jeweils eine Stunde, das heißt circa 3 Stunden ist man am Start und ja, man muss sich halt 3 Stunden um die Pflanze kümmern, halt jede Stunde einmal, einfach per Handy einen Fäcker stellen oder sonstiges, ne? Ihr könnt ja in der Zwischenzeit halt arbeiten gehen oder sonstiges machen. Die Pflanzen werden natürlich auch in der Datenbank gespeichert, auch nach neu. Auch wenn der Server neu startet, habt ihr dann immer noch die Pflanze da. Außer jemand hat sie kaputt gemacht. So, jetzt können wir sagen zerstören oder Pflanze pflegen. Wir sagen Pflanze pflegen. Und dazu brauchen wir dann auch das Wasser. Ne? Was wir jetzt hier drin haben. Ja, und jetzt befindet sich das Ganze in der Wachstumsstufe 3. Ja? Und ja. Wenn jetzt andere Spieler hingehen, können sie die einfach so zerstören und dann ist sie auch weg. Ja, so einfach ist es. So, Häuser sind normal. Die kann man sich mieten oder auch kaufen.
Und da drin habt ihr dann auch die Möglichkeit, Items zu lagern. Zum Beispiel Drogen, illegales Zeug oder sonstiges. So, dann haben wir auf jeden Fall noch die Mine hier. Da können wir ganz kurz hin. Wo? Hier ist auch offen und hier haben wir ein schönes Menü. Das müsst ihr aber gucken, dass die Spieler dann nicht zu viel Geld bekommen. So, dann sagen wir hier schließen und dann gehen wir halt ab in die Mine. So, hier angekommen, stellen wir uns einfach gegen die Wand und dann klopfen wir dann ein bisschen was ab, ne? Spitzhacken können auch zerbrechen. Und nun haben wir schon mal einmal Gold, ne? Fängt ja gut an. Jetzt ist eine kaputt gegangen, kriegen wir auch eine Meldung, ne? Hat einmal Bing. Und dann so einen, ja, eine Meldung halt. Ja, Gold ist auf jeden Fall am Start. Gut, ich würde sagen, das reicht dann auch. So. Ja, dann nach, also wenn, ihr könnt das halt einstellen, wie ihr wollt. Aber man kann gut damit Geld, ja, bekommen. So, verkaufen. Und zack, haben wir schon 5300 gemacht. Das ist ein bisschen viel, aber jeder Server ist da auch anders. Somit müsst ihr euch das selbst natürlich alles einstellen. Das ist ja klar. Gut. Was haben wir noch? Ja, die Garagen sind gleich. Ja, das habe ich schon erzählt gehabt. So, jetzt haben wir hier noch die Westenroute. Da gehen wir mal ganz kurz hin. Zack. Und ja, hier können auch keine Cops arbeiten. Ja, das ist extra so gemacht. Dazu wird es auf jeden Fall noch Jobpacks geben, dann die euch dann nochmal separat holen könnt. So, wir machen das realistisch, wir gehen hier hin, wo die Pflänzchen sind, drücken E und dann chillen wir hier unser Live. Ja? Und wenn wir dann abhauen sollten, dann können wir die Taste H drücken und dann hört er auch auf zu sammeln. Ja, genau. Danach, wenn ihr full seid hier, gehen wir hier hin, hier oben, ne? Verarbeitung und danach stellen wir die her. Voreingestellt, so, bekommt ihr halt für eine ganze Tour, die ein bisschen dauert, 4 Schutzwesten. Diese Schutzwesten könnt ihr dann hier unten am Hafenhändler verkaufen, was halt ein bisschen, ja. Da könnt ihr natürlich auch noch andere Items verkaufen. Die müsst ihr halt selber noch separat reinmachen. Hier ist auch wieder realistisch. NPC steht am Point. So, kaufen, ne? Wie wir sehen, haben wir nichts. Aber verkaufen können wir natürlich dann die Schutzweste. Genau. So, dann haben wir auf Y noch ja, das Menü hier. Können wir uns ausziehen, anziehen. Wenn wir diesen Strampelanzug halt wieder ausziehen wollen, müssen wir zum Kleidungsladen. Da hat sich auch nicht viel verändert. Da wollte ich halt einen anderen so benutzen, der aber leider nicht für diese Version taugt. Genau. So, hier ist dann ganz simpel und einfach. Einfach öffnen, zack, zack, bestätigen. Und dann haben wir das Ganze auch geändert, ne? Ihr könnt das auch so machen, ihr drückt die Taste, zieht einfach hier schon mal alles aus und danach den Strampelanzug an und danach könnt ihr dann wiederum die Sachen tauschen. Das geht natürlich auch.
Ja, Fahrschule haben wir auch hier. So, und hier kann man dann seinen Führerschein machen und so weiter und so fort. Ne? Sollte eigentlich auch jeder kennen. Ja, hier ist noch ein Point, wo die Autos dann spawnen, damit dieser Spawnpunkt nicht zugeparkt wird. So, was haben wir noch? Ja. Ja. Genau, hier haben wir nochmal diese ganzen Aktienhandelhäuser. Da können wir auch jeweils hinfahren. Mechaniker hat jetzt auch 11 bis 12 Ränge, wie der Cop-Job hat auch die Ränge, Medic-Job auch, genau. Gangs habe ich euch auch 2 Stück gemacht. Das war 11. Ja, wenn man es richtig schreiben würde. So. Rang 12. Und ich habe euch das Ganze schon so weit eingerichtet, dass ihr hier eigentlich nicht mehr viel machen müsst. Auch hier, um das ein bisschen realistischer zu machen, haben wir hier einmal den Parker. Da können wir uns ein Auto aussuchen. Und dann spawnt sich das Ganze auch und ja. Können wir es fahren und so weiter und so fort. Und hier können wir das Ganze dann auch wiederum einparken. Hier haben wir den ganzen Lager. Ja, hier können wir Waffen reinpacken, rausholen, Objekte, so Items mäßig können wir auch lagern und Waffen können wir natürlich auch kaufen. Und der Chefrang hat natürlich hier auch noch Zugriff drauf, und zwar Geld abheben, halt einzahlen, Geld waschen, Leute rausschmeißen, Leute ranholen, ne? Gar kein Problem. Das gleiche habe ich mit dem Blatt. Ja, genau. Da haben wir dann auch 12 Ränge. Genau, das hatte ich hier hingesetzt. So, und hier angekommen haben wir auf jeden Fall hier so das Lager. Na, hier können wir alles wieder reinlagern, sowie Waffenkauf und so weiter und so fort. Dann haben wir auf jeden Fall hier das Bossmenü, auch mit NPCs alles, ne? Geld einzahlen, waschen, pipapo. Und hier im Hinterhof haben wir den Ausparker, können wir dann hingehen, zack, und die Autos sind natürlich dann rot und nicht grün. Motor an. Und hier hinter habe ich den Point hingemacht zum Fahrzeug. Einparken und fertig. So. Ja, Drogen haben wir 3 Stück. Einmal Gras, also Weed, Kokain und Heroinrouten. Die kann ich auch noch mal kurz zeigen. Ich zeige jetzt mal ganz kurz die eine Route, aber wir können gerade auch nicht verarbeiten. So, hier halt können wir das Ganze dann uns besorgen. So. Und. Ne? So, dann haben wir es auch im... Dann müssen wir halt suchen, beziehungsweise ihr könnt euch dahin teleportieren. Ist auch alles mit NPCs markiert. Jeder Verarbeiter. So, zack, zack. Und hier müssen wir dann einmal ran, E drücken, Lizenz kaufen. Wir haben jetzt keine 50.000, somit können wir uns das nicht kaufen.
Wenn ihr es gemacht habt, dann müsst ihr das ganze Menü einmal schließen und nochmal öffnen. Und dann könnt ihr auch verarbeiten. Genau, so einfach. Und wie gesagt, wir haben 3 Routen. Funktionieren auch alle perfekt. Gut, ja. Ihr habt dann noch einen Drogendealer, den werde ich jetzt nicht zeigen. Ich werde aber euch einmal zeigen, was wir mit dem Schwarzgeld machen können. Und zwar einmal ist das so gemacht, dass die Gangs halt Schwarzgeld aufkaufen können. Weil die Gangs halt 100% kriegen. Und wir haben auch noch ein Point hier in der Stadt. Da kriegt ihr nur 35%. Oder 30%. Könnt ihr aber alles einstellen. Und hier können wir dann das Schwarzgeld auch waschen. Alles easy peasy. So, Fahrzeughaus haben wir natürlich auch. Ist der Standard. Da wollten wir auch ein anderes reinmachen, aber da war das Problem, dass wir keine... ja, wir konnten nur noch die normalen GTA-Autos reinpacken, aber keine Add-on-Fahrzeuge. Und somit war das blöd. Genau. Hier haben wir auf jeden Fall die Animated Cars. Sind auch alle skaliert. Na, den können wir uns leider auch nicht kaufen. Dann haben wir hier noch Kleinwagen. Also ich habe das Ganze ein bisschen übersetzt. Neuwagen sind natürlich auch die Add-on-Cars mit drin. Auch alles skaliert. Und. So. Gut. Ja, dann haben wir noch was Neues. Und zwar, So. Und zwar haben wir als Cop jetzt normalerweise halt das F6-Menü haben wir auch natürlich. Und hier haben wir auch das Gefängnismenü. Da können wir Leute dann einknasten, entlassen. Und wir haben das Sozialstundenmenü, das haben wir dann hier. Und da können wir dann auch Leute ja, Sozialstunden geben. Genau, wie das Ganze dann aussieht, das können wir ganz kurz machen. Ich suche ganz kurz mal den Befehl raus. So. Ja, ich glaube, das war das. So, Player ID und wie viele Aktionen? Machen wir mal 3 Stück. So. Und dann werden wir auch automatisch umgezogen und ja, müssen jetzt hier erstmal arbeiten, ne? So, hier können wir auf jeden Fall was ausgraben. So, und hier können wir die Straße fegen. Mit Animation, ja. Genau, das war das zweite. Also hier drunter, unter dem HUD steht das dann. Zwar noch auf Englisch, könnt ihr euch aber auf Deutsch zur Not übersetzen. Oder ich mache das noch in den Updates dann. Ja, hier dann nochmal fegen, ne? Und dann sind wir auch durch, ja. Falls ihr einen Besen in der Hand haben solltet, kein Problem, wird sich dann nach mindestens einer Minute ist der Besen dann auch aus der Hand verschwunden. Genau, das gleiche haben wir dann mit Jailed, also Knastmenü. Jail, ja. Und dann die ID und dann sagen wir mal 2 Minuten. Dann kommen wir auch, sind wir dann eingeknastet.
Das funktioniert, dieser Befehl funktioniert nur, wenn du ein Owner bist, ne, ein Admin. Und ansonsten können die Cops halt so einknasten, wenn sie vor dir stehen und ja schon mal alles abgenommen haben und so. Genau, hier haben wir auf jeden Fall die Zellen. Können wir auch rein und so. Ja, hier haben wir auf jeden Fall ein kleines Problem und zwar, aber das habe ich noch nicht lösen können. Werde ich vielleicht im Update lösen. Und zwar hier ist so eine Wand. Ah, jetzt ist doch keine Wand mehr. Ja, auch sehr, sehr komisch. Genau. Ja, hier müsst ihr dann gucken, welche Zellen, ob ihr alle Zellen haben wollt oder ob ihr einen anderen Knast habt, den ihr dann damit verwendet. Da müsst ihr dann die Loks noch dran machen, damit man nicht rausgehen kann. Und ja. Ah, hier ist die Mauer. So, wenn wir dann raus sind, haben wir hier. Hier können wir auch nicht wieder rein. Ja. Müsst ihr euch vielleicht noch irgendwie irgendwo anders hinsetzen zur Not. Aber hier spawnt man dann, wenn man aus dem Knast kommt. Genau. Gut. Dann haben wir auf jeden Fall noch den Marktplatz. Und zwar hier. Denn wie wir jetzt schon wissen, dass hier ist kein Arbeitsamt mehr. Deswegen haben wir hier das Ganze hingemacht. Sieht ein bisschen geiler aus, würde ich sagen. Und zwar, wenn ihr dann reinkommt, könnt ihr euch hier erstmal eine Belohnung abholen. Da. Auch mit NPCs. Ja. Zack. Belohnung könnt ihr natürlich auch ändern. Wenn der Server restartet, können die Spieler halt wieder eine Belohnung abholen. Deswegen würde es funktionieren, viermal am Tag quasi Medikits, Reparaturkits abzuholen. Ja, hier können wir auf jeden Fall Namen ändern, pipapo und Visum beantragen. Dann können wir hier hinten noch zum Arbeitsamt. Ne? Hier ist der Arbeitsamt-Typen. Jetzt auch mit NPC. Sieht besser aus als so ein Kreis. Ne? Wer sich das mit dem Kreis ausgedacht hat, naja. Genau. Ne? Und hier haben wir auch alles. Da müsste halt Polizeijob noch aus der Datenbank, also auf Whitelisten stellen und so weiter und so fort. Ne? Genau. Ja, gut. Was haben wir noch? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ja, in den Friseursalons, die hatten wir glaube ich noch nicht. Da hat sich etwas verändert. Und zwar, da haben wir jetzt auch NPCs drin mit Namen halt. Und da können wir dann E drücken und dann unsere Haare schneiden. Genau, hier ist noch der Kreis. Muss halt jeder wissen, ob er den Kreis halt haben will oder nicht. Ich habe den jetzt mal hier gelassen. Kann er natürlich auch ausschalten. So, Mechaniker ist ganz klar. Den haben wir noch hier. Da sind auch schon die ganzen Loks dran. Ne? Und auch der Mechaniker-Job hat 10 Ränge. Beziehungsweise 11 mit der 0. Ne, können wir hier aufmachen. Zack. Und ja, hier können wir dann tunen mit dem Fahrzeug. Aber das kann nur der Mechaniker. Ist halt Player Management auf 1. Ja. Und hier können wir dann Geld einzahlen. Ohne Geld auf dem Bosskonto könnt ihr auch nicht die Fahrzeuge tunen. Wird euch aber auch alles angezeigt. Und nur der Boss kann ins Bossmenü halt. Ne. Um halt Geld einzuzahlen. Ja, die Ränge, ja, viele wollen halt so viele Ränge haben, somit hat jeder Job einfach so viele Ränge. Ja, um ein bisschen mehr RP oder so, Hintergrund, dies, das, anderes zu haben. Genau, PD, gucken wir uns auch nochmal an. So. Ja, hier habe ich auf jeden Fall auch schon mal hier die Doorlocks dran, ne? Überall im PD. Ja, hier können sich Leute dann so bewerben. Das wird euch dann
an den Discord gesendet. Das müsst ihr natürlich euch noch einrichten dann. Ja, hier kann der Chef dann rein und Leute anwerben und Geld einzahlen und so weiter und so fort. Ja, dann geht's weiter. Hier ist auch Doorlock dran. Hier ist halt die Waffenkammer, ganz normal. Ne, kaufen, bringen, dies, das. Dann können wir uns hier halt umziehen, aber ist auch noch Standard. Also, zack, Arbeitskleidung an, dann kugelsichere Weste. Easy peasy, ne? Und unten haben wir halt so die Zellen, die sind auch abgeschlossen. Ja, wie gesagt, alles gemacht. So, hier können wir dann auch trinken. Kostenlos. Genau. So, Shop. Und hier habe ich euch ziemlich viele Autos schon mit hinzugefügt. Da müsst ihr halt schauen, ob es euch ausreicht oder ob ihr sagt zu viele oder sonstiges. Einmal haben wir die Standardfahrzeuge mit drin und einmal natürlich Add-on-Cars. Ne, Polizei, Motorrad. Fahrzeug. Hier haben wir noch ein Polizeifahrrad. Und den Porsche. Ja, und dann war es das auch schon, ne? Und auch da werden die Namen halt in der Garage ganz normal angezeigt. Also das Nullfix ist auf jeden Fall auch drin. Falls ihr noch andere Fahrzeuge hinzufügen wollt, die dann den Nullnamen haben, den müsst ihr natürlich auch hinzufügen. Habe ich auch alles per Video gemacht. Gut, ich glaube, wir sind dann auch durch. Genau, der Medic-Job hat das gleiche, hat oben auch alle Fahrzeuge, Garagen könnt ihr euch auch alles geben, hat auch halt die 11 Ränge und ja, genau. Gut, ich würde sagen, da sind wir dann auf jeden Fall durch. Jetzt noch die Frage, ja wie... So bekommt ihr das Pack, ihr müsst auf jeden Fall im Discord-Server von uns sein und dann erstellt ihr einfach ein Ticket oder schaut ins ESX-Profi-Channel rein. Dort ist dann auch alles beschrieben, wie ihr die Gruppe bekommt und was ihr machen müsst und so weiter und so fort. Schaut da einfach rein, ansonsten erstellt ein Ticket, da helfen wir euch auf jeden Fall gerne weiter. Gut Leute, das soll es erstmal gewesen sein. Die Installation dazu mache ich ein separates Video, weil das würde den Rahmen auf jeden Fall sprengen. Ja, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao ciao.